Liebe angehende Wirtschaftsfachwirte, die letzte Klausur ist draußen, Frühjahr 2024. Bam. Und wir wollen mal gucken, was drin war in der Aufgabe 2 der Klausur Rechnungswesen. Ging es um das Thema der ersten der Folgebewertung, und zwar von Wertpapieren. Bam. Also. Und in der Musterlösung war eine Sache nicht gut geschrieben und in vielen anderen Musterlösungen ist es bisher falsch dargestellt worden. Also hierauf möchte ich dich ganz gerne hinweisen. Wenn ein Wertpapier zu 60 Euro meinetwegen angeschafft wird, dann ist zunächst einmal zu klären, ob es im Anlage- oder im Umlaufvermögen sich befindet. Ne? So. Und hier wurde in der Vergangenheit öfter mal gesagt, Anlagevermögen diene langfristig dem Geschäftsbetrieb und Umlaufvermögen kurzfristig. Und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ja, auch wenn es in der Lösung so stand und steht, dieses Mal nicht, aber manchmal schon stand, so ist es nicht richtig, denn 247 Absatz 2 HGB sagt, dass das Anlagevermögen dauernd dem Geschäftsbetrieb dient, das Umlaufvermögen folglich im Umkehrschluss nicht dauernd. Das heißt, auf die Zweckbestimmung kommt es an, nicht auf die Dauer der Zurverfügungstellung. So sieht's aus. So, nur so und nicht anders.